Herzlich willkommen hier aus dem Club der polnischen Versager zu unserer BMX-Show Fetisch. Jetzt dürfte man applaudieren, wenn man möchte. Muss man nicht. Zunächst einmal eine gute Nachricht, dass wir wieder aus dem Club der polnischen Versager senden können. Er ist zumindest vorerst gerettet, der Club der polnischen Versager und der Schokoladen. Da freuen wir uns ganz besonders, dass wir hier weiter sein dürfen, weiter unsere BMX-Show aus dem Club der polnischen Versager senden können. Und unsere beiden Versager-Bosse Adam und Piotr haben auch ein Buch rausgebracht bei Rowohlt über den Club der polnischen Versager. Dazu dann hoffentlich mehr in der nächsten BMX-Show. In dieser Show geht es um den Fetisch, den Fetischismus. Kein ganz leichtes Thema. Bei den Vorbereitungen zu der Sendung habe ich mich des Öfteren an einen alten Witz erinnert, den ich sehr gerne mag. Einer meiner Lieblingswitze, den ich jetzt auch gerne erzählen mag. Der Witz geht folgendermaßen. Sitzt ein Typ im Auto und hört im Autoradio, Achtung, Achtung, auf der A100 kommt ihm ein Geisterfahrer entgegen. Sagt der Typ, was heißt hier einer? Hunderte. Und das ist die Frage, die ich mal wieder gestellt habe. Sind die Fetischisten die Bekloppten oder wir, die nicht uns zu Fetischisten bekennen, weil wir gar nicht so offen damit umgehen können. Und zwar völlig egal, ob es sich um einen sexuellen Fetisch handelt, auch um den geht es heute, um einen wahren Fetisch, einen Objektfetisch oder auch einen religiösen Fetisch. Also ist das Ja am Nein oder das Nein am Ja schuld oder brauchen nicht beide einander, um gemeinsam zu existieren. Schwierige, auch philosophische Fragen. Manche Leute würden von mir behaupten, ich sei Fetischist, da ich ebenso leidenschaftlich wie leidvoll mich zum 1. FC Köln zu bekennen. Das ist auch gerade in diesen Tagen nicht ganz einfach. Ob das nun ein Fetisch ist oder nicht, ich mag es nicht beurteilen. Einer unserer Gäste ist der Psychiater Konrad Übelhag aus Berlin. Der kann mir da nachher sicherlich Aufschluss geben. Reinhold Steinle, unser Nachlassverwalter aus Charlottenburg, der in Tempelhof wohnt und in Neukölln Touristen begleitet, ist auch hier. Beginnen wollen wir aber mit Alexandra Jasper. Sie ist Fotografin, sie ist Filmemacherin, Dokumentarfilmerin, die in Berlin inzwischen lebt, aber in London und in England ein Jahr lang die Fetisch- und S&M-Szene mit der Kamera beobachtet hat. Und ich begrüße sie jetzt hier bei uns im Club der polnischen Versager auf dem Sofa. Alexandra, herzlich willkommen. Genau, grüß dich. Komm zu uns, setz dich hin auf unsere Bühne, auf unser Sofa. Alexandra, du bist als junge Studentin, die Geschichte kann man gleich nochmal von dir hören, vielleicht ausführlicher, in einer kleinen Universität in England, Plymouth war es glaube ich, auf die Idee gekommen, die SMN und zum Teil auch Fetischszene in England zu beobachten. Lag das daran, dass Plymouth ungefähr so interessant war wie Königswinter, die Kleinstadt, in der ich groß geworden bin? Also das Projekt fing damit an, ich habe in Plymouth Medienkunst studiert, mich auf Fotografie und Video spezialisiert und eins unserer Abschlussprojekte, was über ein ganzes Jahr ging als Student. Wir mussten halt eine Kollaboration machen mit irgendwelchen außenstehenden Gruppen. Und die meisten meiner Kollegen, mit denen ich studiert habe, die haben sich irgendwie Kindergärten ausgesucht und ja, irgendwie ganz normale, nette Einrichtungen. Und ich dachte, okay, ich mache mal was, was ein bisschen anders ist, weil es ja immer schön ist, ein bisschen zu schocken und ein bisschen zu provozieren, was ich auch mit meinen Bildern gerne mache und habe dann in dieser Kleinstadt Exeter, wo ich studiert habe, ein Projekt initiiert, wo ich in Sexshops ausgehängt habe, in kleineren Fetischläden war und inseriert habe für Leute von der S&M-Szene, ob die Lust hätten, ein Jahr lang bei einem Projekt, was ich mache, als Studentin teilzunehmen. Ist es schwierig, Leute zu finden? Oder haben Sie denn die Bude in die Studentenbude in Plymouth eingerannt? Ich bin ziemlich naiv drangegangen, muss ich sagen. Ich wusste halt selber nicht viel von der Szene, aber es hat mich halt sehr fasziniert. Primär visuell. Man hatte ja so seine Klischees, nackte Haut, Lack und Leder, Masken, Peitschen. Was sich dann natürlich auch bestätigt hat. Jetzt von den Leuten her bin ich an ganz unterschiedliche Leute drangekommen, teilweise auch über Internet-Inserate. Also der erste, den ich kennengelernt habe, den ich dann auf einen Kaffee getroffen habe, war ein Lastwagenfahrer, der aber einen Fetisch für Lack und Leder hatte. Also der war verheiratet, aber er hat halt nachts ist er dann zum Lack- und Leder-Fetischisten geworden. Andere Leute, die ich fotografiert und dokumentiert habe, ein Pärchen, bei denen habe ich einige Zeit auch gewohnt, also einige Tage. Das war ein SM-Pärchen. Sie war die Sklavin und er war der Master. Mit denen habe ich ein ziemlich intensives Interview gemacht. Die haben mich auch auf Partys mitgeschleppt. Aber ich glaube, was ich so faszinierend fand an dieser ganzen Szene war, die waren unheimlich offen und unheimlich normal.
Also was mich interessiert hat, war halt diese Normalität hinter dieser Maskierung, hinter diesen 24 Stunden in der Woche. Also wirklich bekannte SMler, das ist ja ein Lifestyle, sage ich mal. Ja. Du hast gerade die Normalität erwähnt, wir können das ja auch mal gleich mit deinen Fotos noch beschäftigen, die sehr spannend sind. Das muss ich dann doch hier unsere Schokoriegel runterstellen. Das hier ist eins meiner Lieblingsbilder von diesem Projekt, was ich gemacht habe über ein Jahr. Er war der Sklave, seine Freundin habe ich natürlich auch fotografiert. Bei dem Pärchen habe ich nicht gewohnt, aber die habe ich auch öfters besucht und fotografiert. Was gab es da? Die hatten eine Stretchbank, wo er sich drauf... Also zu Hause? Genau, im Hobbykeller gab es da so eine Bank, wo er sich dran gezogen hat. Sie hat dann hinten dran gedreht und ich habe das dann gefilmt und fotografiert. Was ich ja spannend fand bei der Vorbereitung zu der Sendung mit einigen Fetischisten oder Leuten, die sich dazu bekennen, gesprochen, dass es wohl, also es gibt alle Schattierungen, aber relativ üblich ist, dass Männer die Sklaven sind und Frauen die Dominas. Also Männer, also eigentlich als, anders als das in der, sagen wir mal, Nicht-Fetischisten-Welt, sind sehr die Macho-Jungs und die Mäuschenfrauen. Das dreht sich so um. Genau, also was ich interessant fand, ich habe einen Mann fotografiert, der war, was war der denn? Juwelier, gute Position, beruflich, er hatte aber einen Maskenfetischismus und er ist halt auch zu Dominas gegangen und hat sich unter anderem seinen Penis mit so einem Locker, wie nennt sich das auf Deutsch? So ein Schloss, ne? Also Schloss, genau, mit dem Schloss. Das wurde ihm angebunden für mehrere Wochen, damit er halt quasi keinen Sex haben konnte. Ja, so ein Keuschheitsgürtel für Männer, dass das auch einer dieser Fetische ist, die viele haben und dann dürfen sie keinen Sex haben und das verbreitet Lust. Ja, ja. Du hast die Normalität angesprochen, die eine Rolle spielt. Das finde ich auch sehr interessant, weil erstmal denkt man ja, boah, sind die pervers. Ne? Also das ist ja nur Lust ist Schmerz und nur wenn es mir richtig schlecht geht, komme ich zur Sache und auch zum Orgasmus. Die Stretchbank, das ist im Hobbykeller, nicht im Wohnzimmer, aber du sagst, die Normalität hat dich interessiert. Welche Art der Normalität in einer doch ja sehr tabuisierten Community von Fetischisten und SMM-Leuten hast du denn da angetroffen? Normalität? Ja, Normalität, was mich schon mal alleine rein optisch als Fotografin interessiert hat, die Leute sahen halt ganz normal aus. Die Leute sahen normal aus, teilweise auch sehr unästhetisch, sage ich mal. Viele Leute, ich sag mal, nicht mehr in der Blüte ihrer Jugend, ja, auch vielleicht 50er, 60er, 70er, die sich dann durch diese Klamotten, die sie trugen oder durch diese Masken oder durch diese Attribute, Objekte irgendwie neue Identität auch erworben haben. Und Normalität, ja, die hatten einen ganz normalen Alltag. Also das ist doch oft, also ist das eine Sache, mit denen sie dann auch offen im Alltag umgehen und sagen, ja, ich bin Fetischist, oder ist das, was mir bei den Recherchen passiert ist, viele sagen, okay, ich kann da nur anonym drüber reden, es ist eine anonyme Szene, das wird so tabuisiert von der Gesellschaft, dass ich mich da nicht raustraue. Das ist unterschiedlich. Also die Szene, die ich jetzt kennengelernt habe, war sehr offen. Also die hatten offene Treffen, SM-Treffen, wo sie auch untereinander sehr bekannt waren. Dann gab es aber andere, die das in völliger Anonymität auch durchführen, die halt wirklich auch bei den Interviews dann maskiert waren, wo ich den Kopf abschneiden musste oder die Stimme verzerren musste, weil sie wirklich anonym bleiben wollten, weil sie auch noch irgendwie eine ganz andere Person da natürlich in ihrem zweiten Leben hatten. Könntest du mal ein paar weitere Bilder von dir angucken, dabei weiter plaudern? Das ist sehr spannend. Du kannst dich auch hier hinlegen. Wir haben ja Gott sei Dank drei bewegliche Kameras und können damit eben auch die Bilder, also einmal im Publikum zeigen, aber dann noch hier hinlegen. Die Kamera kann das einfangen. So. Neben diesem SM-Projekt mache ich halt auch Kunstfotografie und Modefotografie. Und dieses Bild habe ich mitgenommen, weil ich denke, das ist eine Reihe, die meine Arbeiten am meisten beeinflusst hat, wo es auch in Richtung Fetischismus geht. Ja, für mich ist Fetischismus, geht es um Macht und um Begehren. In dieser Reihe habe ich mit zwei Models gearbeitet und das Thema war Jack the Ripper. Und ich habe das Ganze halt so ein bisschen
ja, parodisiert, indem ich eine Frau benutzt habe und natürlich auch diese Todesästhetiken, was auch ein sehr starkes Thema bei mir ist, halt Tod, Gewalt, Macht und Eros, versucht in diesem Bild darzustellen. Das sind ja ziemlich krasse Themen eigentlich, ne? Tod, Gewalt, Macht, Eros, Jack the Ripper, diese ganze auch Domina-Geschichte, Macht, Ohnmacht so, und da, dabei Lust empfinden. Lachen Fetischisten viel? Also ich meine, ist das was Lustiges auch für die Leute, die das betreiben? Oder hat das was, Sex kann ja auch was sehr Ernstes sein? Also ich war jetzt bei den Leuten nicht dabei, als sie Sex hatten, sage ich mal. So weit ist es dann doch nicht gegangen. Ich glaube, die haben viel Spaß, weil die sich ausleben, weil die so sein können, wie sie sind. Was ich auch gut finde, ja, die müssen sich nicht verstärken, wenn sie einen Partner gefunden haben, der auf dieselben Sachen steht wie sie, dann ist ja alles in Ordnung. Also ich glaube, es ist viel schlimmer, es kann viel bedrückender werden, wenn man wirklich irgendeinen Fetischismus hat. Den man nicht zugeben kann. Genau, den nicht zugeben kann und nicht ausleben kann. Sind das sehr selbstbewusst, das wäre auch meine nächste Frage, wir sind sehr selbstbewusste Menschen, die du getroffen hast, wir gucken gleich noch weiter Bilder von dir an, nur, also dadurch, dass sie das offen ausleben, auch wenn es von der Gesellschaft tabuisiert ist, doch innerhalb der Community dann wiederum, also dann der Fetisch- oder S&M, also Sadomaso-Community anerkannt, dass sie dadurch, dass sie es offen ausleben, aus deiner Sicht selbstbewusster eigentlich sind als so unsere und so wir unterdrückende Normalos? Würde ich nicht sagen, glaube ich nicht. Ich glaube nicht selbstbewusster, einfach offener. Die finden halt eine Szene, wo sie sich irgendwie mit identifizieren. Ich glaube, die Normalos, also die, ich sag mal, die jetzt ganz normalen Sex haben oder keinen sexuellen Fetisch, obwohl ich der Meinung bin, dass jeder irgendwie bis zum gewissen Grade einen sexuellen Fetisch hat. Was ja schon bei bestimmten Partien im Gesicht oder im Körper anfangen kann. Ich denke nicht, dass die jetzt unbedingt selbstbewusster sind. Vielleicht gehen die selbstbewusster damit um, weil sie mehr öffentlich damit umgehen können in ihrer Szene. Das wäre dann schon wieder wahrscheinlich was aus der eher aus der Fetischszene, weil Maske ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Rolle. Ne? Und hier das Schwert, wir können das mal zeigen. Übrigens, sehr schönes Foto, finde ich, sehr ausdrucksstark. Dieses Rot, was irgendwie einerseits das Blut darstellt, aber irgendwie auch ein sehr intimes Licht ist. Ja. Ja? Also gleichzeitig das ganz gut einfängt. Ja. Also das Masken, das ist halt ein Thema, was mich schon sehr lange beschäftigt. Womit es eigentlich, sage ich mal, was mich visuell schon seit mehreren Jahren beschäftigt. Dieses Projekt war ein Projekt, was man auch auf meiner Webseite sehen kann, Burlesque Grotesque. Das war ein Buchprojekt. Das habe ich über 3 Jahre gemacht mit einer Journalistin zusammen, wo ich Leute aus der extremen Burlesque und Performance-Szene dokumentiert habe. Also jetzt Burlesque nicht in dem Sinne von Striptease, sondern wirklich Leute, die extreme Performances auf der Show machen mit Nadeln, Feuer, Suspensions. Das ist ja auch in Berlin total eben schon seit Jahren, diese Burlesque-Szene, ne? Ist das dann so, dass der erlaubte Fetischismus oder gesellschaftlich anerkannte? Ich denke ja, also es ist halt öffentlich, ja, es ist ein Markt, womit Leute Geld machen können natürlich, diese ganzen Fetischpartys. Leute kaufen sich dann dementsprechend noch die Outfits. Ja, ich glaube, das ist eher der kommerzialisierte Fetisch. Klar. Du bleibst noch da. Wir sagen eben noch deine Homepage. Das ist www.alexandrajasper.com. Ja. Richtig? Genau, da kann man dann einige deiner Projekte sehen. Spannende Fotos. Alexandra bleibt noch bei uns. Wir reden gleich weiter mit dir. Vorher gibt es jetzt aber Musik von Florian Rothe. Er sagt von sich selber, er ist Ostberliner Liedermacher. Du müsstest deine Fotos mal kurz darunter nehmen, weil das ist die Bühne für, oder sie hier hinstellen. Das ist die Bühne für Florian. Erstmal schön, dass du da bist, Florian Rothe. So. Ich komme mal so, wir müssen hier mal gerade kurz umbauen. Das machen wir bei uns, anders als bei Gottschalk, machen wir das höchstpersönlich. Wir haben dafür auch eine höhere Einschaltquote als Gottschalk und mehr Publikum. Das ist auch nicht schwer. Und vor allem die besseren Gäste. Ha! So, eines davon ist Florian. Während hier der Aufbau stattfindet, Florian, erzähl uns mal ganz kurz. Du sagst Ostberliner Liedermacher bist du. Welchen Song hören wir jetzt? Das habe ich bis jetzt noch nicht entschieden. Das. Oh, okay. Wow, das nenne ich Spontanität. Das heißt, wir hören jetzt einen deiner Songs. Ja. Florian Rothe, Ostberliner Liedermacher bei B-Mix. Ich
habe, glaube ich, einen Fetisch und der heißt irgendwie, die kulturellen Aspekte alter Zeiten wieder aufleben zu lassen. Und deswegen spiele ich jetzt ein ganz, ganz trauriges Lied aus den Ende der 80er Jahre. Als ich fortging, war die Straße steil. Kehr wieder um, nimm an ihrem Kummer teil, mach sie heil. Als ich fortging, war der Asphalt heiß. Kehr wieder um, red ihr aus um jeden Preis, was sie weiß. Nichts ist unendlich, so sieh das doch ein. Ich weiß, du willst unendlich sein, schwach und klein. Feuer brennt nieder, wenn's keiner mehr nährt. Kennt ja selber, was ihr heut erfährt. Als ich fortging, kam ein Wind so schwach, warf mich nicht um, sondern war das, was für mich Krieg ist. Nichts ist unendlich, so sieh das doch ein. Ich weiß, du willst unendlich sein, schwach und klein. Nichts ist von Dauer, was keiner recht will. Auch die Trauer wird da sein, schwach und klein. Florian Rothe bei Bibix. Im Lexikon habe ich mal nachgeguckt und war überrascht über zwei Dinge, wenn es um den Fetischismus geht. Erstens ist, wenn es um die Definition geht, relativ klar abgegrenzt. Es gibt sexuellen Fetischismus, religiösen Fetischismus und wahren Fetischismus, ein Wort, was von Karl Marx stammt. Zweitens, Fetischismus, habe ich jetzt vergessen, was zweitens war. Komme ich gleich zum dritten Punkt. Der zweite Punkt fällt mir nochmal ein. Der dritte Punkt war, meine zweite Überraschung war, ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Dazwischen gerufen hat übrigens Anna Schatkowski, unsere Redakteurin. Mal einen Applaus von der Kamera auf Anna Schatkowski, die alles weiß, was der Moderator vergisst. Genau, der zweite Punkt war es wieder, die eigentliche Bedeutung von Fetisch. Also im Französischen heißt Fetisch nämlich Zauber oder Zaubertrank, Zaubermittel. Das hat mich sehr überrascht, das wusste ich nicht. Genau, und der dritte Aspekt, der mir jetzt noch spontan einfällt, was ich sehr spannend fand, nach dieser Definition, sexuell, religiös und wirtschaftlich, hört es schon auf mit der Genauigkeit. Danach gibt es 1000 Theorien, die durcheinander fliegen und keiner weiß mehr, wo der Fetischismus anfängt und wieder aufhört. Dafür haben wir heute Dr. Konrad Übelhack hier. Er ist Psychiater und hat sich dank seines Jobs schon mit allem beschäftigt, was es gibt auf dieser Welt an und Abgründen. Herzlich willkommen, Konrad Übelhack, bei uns im Club der polnischen Versager. Konrad, so, wir tun jetzt nicht so, als wenn wir uns nicht duzen würden. Das tun wir nämlich, hier ist ein Mikrofon. Also ich sage jetzt einfach du zu Ihnen, Herr Dr. Übelhack. Ist das okay? Ja, ich bin ja nun quasi schon Haus- und Hofpsychiater. Genau. Hier. Da wäre es komisch, wenn ich dich sitzen würde. Und Alexandra quatscht einfach dazwischen, gibt mir ein Zeichen, ihr sollt ja auch ins Gespräch kommen bei uns. Wer zu allen Sachen schon befragt, von denen ich keine Ahnung habe. Genau. So auch Fetischismus. ich bin da wirklich kein Experte, aber man kann verschiedene Theorien schon auch so zusammenfassen. Also die Wortdefinition ist relativ klar, aber wenn es dann um den sozusagen das Krankheitsbild Fetischismus geht, ich nenne es jetzt auch mal Krankheitsbild, wird es schon schwieriger. Ist das überhaupt ein Krankheitsbild? Würde man sagen, Fetischisten sind Menschen, die eine Therapie brauchen, oder sind die einfach nur cooler und offener, was Begierden angeht, egal ob sexuell oder anderer Natur? Das muss man auseinander dividieren. Nicht alles, was als Krankheit bezeichnet wird, ist auch behandlungsbedürftig. Man hat ja auch ein Recht auf seine Erkrankung, es sei denn, man schädigt andere oder sich selbst in gravierender Form. Der Fetischismus ist enthalten in der internationalen Klassifikation der Diagnosen, wird dort als krankhaft geführt. Hier würde ich allerdings doch nochmal differenzieren, wo eine Behandlung stattfinden sollte, nämlich da,
wo ein Leiden entsteht, entweder bei demjenigen selbst oder bei einem anderen. Da könnte man ja aber einwenden, Leiden tue ich auch, wenn ich ganz normal verliebt bin und einem Jahr irgendeiner Frau hinterherlaufe oder auch einem Mann oder beiden. Deswegen muss ich ja noch nicht in Therapie. Liebeskummer kann durchaus Krankheitswert erreichen, nämlich dann, wenn zum Beispiel jemand auch suizidal wird. Okay, gut. Und dann sollte man schon auch helfen. Ja. Nun ist aber gerade ja das Wesen des Fetischs, des sexuellen Fetischs, so wie in Alexandria auch zum Teil in dieser SMS, S&M-Szene, Sadomaso-Szene beschreibt, ist ja, dass das Wesen ist ja, Lust durch Schmerz zu empfinden. Ist das dann für den Psychiater auch immer gleich krankhaft oder kann man sagen, gut, Schmerz gehört irgendwie, ist die The Dark Side of the Moon, ist die andere Seite von Lust, das an sich muss noch nicht behandelt werden, sondern wenn man das so für sich beschließt, dann ist es okay. Da trifft genau das, was ich sage. Wenn sich zwei finden und das in der Übereinkunft stattfindet, das ist deren Sache. Ne? Nur wenn das einen gewissen Grad überschreitet, dann muss man schauen, ob man das so lassen kann. Wo ich überrascht war, was mir viele gesagt haben, Fetischisten, die nicht hier auf der Bühne sein wollen, sondern lieber anonym bleiben, dass sie selber sich insofern als krankhaft bezeichnen würden, weil es eine Suchtgefahr hat, ein Suchtpotenzial, was vor allen Dingen auch finanzielle Gründe hat, weil so eine Domina, auch da kannst du vielleicht gleich noch was sagen, Alexandra, ist einmal nochmal wesentlich teurer, als zu einer in Anführungsstrichen normalen Prostituierten zu gehen, bis zu 1.000, 2.000 Euro pro Session kostet das, sodass viele auch einfach in finanzielle Existenzängste geraten. Sind das dann auch so Patienten oder Leute, die auch dann zu euch Psychiatern kommen? Oder kennst du das Problem? Also zu mir persönlich jetzt nicht. Aber das sind natürlich auch Leute, die professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Nicht unbedingt nur Psychiater. Es gibt ja auch Krisendienste und andere Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen und Ähnliches. Aber jetzt nochmal zum Fetischbegriff an sich. Wenn man nämlich das, was du am Anfang gesagt hast, nämlich dass den religiösen Fetischismus, den sexuellen und den wahren Fetischismus, das stammt übrigens aus dem Kapital von Karl Marx, dann hat das sehr übereinstimmenden Charakter. Nämlich dann, wenn Gegenstände oder Teilobjekte, das können ja auch Körperteile sein, an lebenden Menschen oder abgetrennte Sachen, also oder nur einzelne Objekte, die zum Fetisch wären, immer aber ist das Gemeinsame, dass die eine Bedeutung zugeschrieben bekommen, die sie eigentlich nicht haben. Eine Bedeutung, die mystisch sein kann, die übernatürlich sein kann, die bestimmte Eigenschaften hat. Hat auch einen aggressiven Hintergrund, das Ganze. Nämlich dann, und das ist eigentlich das Kennzeichen des Fetischismus, wenn nämlich die sexuelle Erregung an einen Gegenstand gebunden ist, nur dadurch oder schwerlich ohne zustande kommt. Das Aggressive daran ist, dass du einen Teil abtrennst, dass du ein Objekt hast, ein Teilobjekt, den ganzen Partner nicht mehr wahrnimmst. Und das Ignorieren und das Beiseiteschieben der sozusagen gesamten genitalen Sexualität, das ist ein aggressiver Akt. Oh, das ist sehr spannend. Und Aggressionen sind eben auch ein Teil. Die Theorien gehen da auseinander, was das Ursprüngliche ist, die Aggression oder aber die Sexualität. Möglicherweise eher so, dass die Aggression danach kommt. Aber es gibt sehr, sehr unterschiedliche Theorien, die sind sehr komplex. Während du das gerade gesagt hast, diese Theorie vorgetragen hat Alexander Jasper mehrfach zustimmt, gehmmt. Ja, was von dem, was Konrad gerade gesagt hat, ist dir denn auch bei deinen Beobachtungen während deines Jahres in der SMM- und Fetischszene in England aufgefallen? Ich hätte eigentlich eine ganz andere Frage noch. Und zwar, hast ja gesagt, dass Fetischismus damit zusammenhängt, dass man bestimmte Körperteile zum Beispiel abgetrennt sieht oder Objekte, die dann hochstilisiert werden zu irgendeinem mystischen Objekt. Aber ist nicht Pornografie? Ich meine, Pornografie, da geht es doch eigentlich auch genau darum. Da werden doch auch Körperteile abgetrennt, da geht es doch genau darum. Da müssten doch alle Leute, die sich in Porn reinziehen, Entschuldigung, Fetischisten sein. Das hat Fetischcharakter. Also wenn man es genau betrachtet, geht es genau darum, ne? Dass bestimmte Dinge nicht im wahrsten Sinne des Wortes abgetrennt werden, aber doch sehr isoliert, dass es einen bestimmten Fokus gibt. Der Punkt aber, der Unterschied ist, die Wahrnehmung des Gesamten, ist sie noch vorhanden oder ist sie nicht mehr? Kann die Erregung nur noch stattfinden, nur noch mit dem Fokus oder nicht? Ist die Integration des Ganzen wieder möglich oder nicht?
Ich versuche das mal für mich zusammenzufassen. Nehmen wir mal einfach so ein Foto von Alexandra, um es mal begreiflich zu machen, genau, weil ich so eine ähnliche Frage habe wie du. Also ich sage es mal, ich als stinknormaler, langweiliger Heteromann finde weibliche Hintern durchaus erotisch und erregend, wenn du sie hier darstellst. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich nur noch weibliche Hintern erregend finde, sondern auch noch andere Körperteile. Das heißt, dann wäre ich nach der Definition kein Fetischist. Ist das richtig? Müsste man so sagen eigentlich, weil du ja immer noch mit der gesamten Frau vielleicht sogar sprichst und ja. Sprichst danach, und, davor. Genau, danach, davor und dann sind wir eigentlich jugendfrei, Anna, oder nicht jugendfrei? Achso, wir sind erwachsen, nur für Erwachsene, okay, also wir können offen reden. Leuchtet dir das ein oder das kam gerade so von dir so ein bisschen so irgendwie fast wie ein Plädoyer für den Fetischismus? Ich denke, dass in jedem irgendwo ein gewisser Anteil von Fetischismus steckt. Schon alleine, wenn man jemanden attraktiv findet zum Beispiel. Also ich kenne das bei mir, ich habe auf jeden Fall einen Fetischismus. Ja. dass man auf bestimmte Körperteile sehr extrem reagiert. Und dass man die dann auch fixiert. Ja, ich meine, ist das dann nicht auch schon ein milder Form des Fetischismus, wenn quasi diese Fixierung immer wieder auftritt? Das ist ein sehr weiter Begriff, ne? Wenn man sagt, außerhalb des Sexuellen, jeder Gegenstand, jeder Talisman, jede Reliquie, wo man mehr reinbringt, als was es ist, ein Zahn oder ein Knochen, ist letztendlich eine Art Fetisch, wenn man es weiter fasst. Historisch, ich würde dir eigentlich zu gern fragen, welche Körperteile das sind, Alexandra, aber ich traue mich nicht. Du kannst ja drüber nachdenken, ob du das einfach dann in deine nächste Antwort mit einbaust oder nicht. Und bleibe einfach nochmal schüchtern bei Konrad Übelhack, den traue ich mir alles zu fragen. Der kennt mich schon ein bisschen länger. Kannst du noch was zur ohne jetzt das verbrieft, verbriefen zu müssen, dass alles so stimmt, zur Geschichte sagen? Also es gibt ja einige Sachen, die in der Geschichte anders beurteilt worden sind, was gerade Sexualität oder abgedreht hat angeht als heute, wo man früher in vergangenen Jahrhunderten ein ganz anderes und normaleres Verhältnis dazu hatte oder ein tabuloseres als heute. Ist es mit dem Fetischismus auch so? Also gab es Zeiten, wo man sagte, cool, sowas wie die mittelalterliche Stretchbank, ich meine, das ist nicht die Folterbank, dass die einfach gesellschaftlich anerkannter war als heute? Sicher gibt es Sexualtechniken, die verbreiteter waren und gesellschaftlich akzeptierter. Die Geschichte zeigt ja zum Beispiel bei den Griechen die Homosexualität, genau, und sämtliche Sexualpraktiken, die damit zusammenhängen. Das ist ja lange Zeit auch pathologisiert worden. Das ist ja jetzt auch lange schon rausgenommen worden aus den Diagnosekatalogen. Das Normale ist immer in einem gesellschaftlichen Kontext zu sehen. Aber ich denke, dass weiterhin auch die Definition gilt, dass der Sexualpartner als Gesamtes gesehen werden muss. Dass das ein bisschen eine Scheide ist. Die Scheide ist, ob das jetzt eine Fetischismus ist oder nicht. Du hast vorhin was sehr, sehr Schönes gesagt, einen Satz, den ich so noch nie gehört habe. Jeder Mensch hat ein Recht auf Krankheit oder krank sein, solange er sich und andere nicht gefährdet. Wenn ich jetzt oder jemand anders zu dir käme und sagen, boah, ich glaube, ich bin Fetischist und ich glaube, ich bin krank und süchtig, was wäre denn das Erste in so einer Behandlung? Du sagst, du hast die Patienten nicht, aber was du so einem Patienten sagen würdest oder sagen solltest als Psychiater? Der kommt ja freiwillig zu mir und genau. Ich frage ihn dann natürlich, was dann schön, aber was ist denn Ihr Anliegen? Was kann ich tun? Was soll ich tun? Wo ist das Problem? Was stört Sie daran? Ja, welche negativen Konsequenzen hat das Ganze? Und dann kann man drüber reden. Dann kann man sehen, was man machen kann. Glaubst du, dass die Gesellschaft offener damit umgehen sollte? Also es war ja ganz lange, das ist ein völlig anderes Thema, eigentlich Homosexualität, ne? War auch lange tabuisiert, ist jetzt scheinbar offen. Wir haben schwulen Bürgermeister. Ich kenne viele Schwule, die immer noch ein Problem damit haben. In einer, sagen wir mal, nicht ganz so urbanen Gesellschaft, die auf dem Dorf oder in der Kleinstadt leben, ist dann immer noch nicht sich trauen, das zu sagen. Sehr, sehr stigmatisiert werden. Fetischisten, die sexuelle Neigungen haben. Alexander sagt, jeder von uns hat einen Fetisch. Ich würde dir da, glaube ich, irgendwie zustimmen, ohne das genau durchdrungen zu haben, dass wir irgendwie, ob softer oder härter, irgendwie alle eine Fixierung haben Sachen, die sexueller uns erregen. Oder auch irgendwie, wo wir hinterher sind, nicht nur sexuell, sondern auch so. Du sagst eine sehr schöne Definition, Konrad Übelhack, es geht darum, um die Abtrennung, dass es nur noch dieser Gegenstand ist und nicht mehr das Drumherum, also das Ganzheitliche, was mir sehr einleuchtet. Sollten wir
das habe ich ziemlich lange gequatscht, ne, gesellschaftlich offener umgehen und sagen, hey, Fetischisten, vereinigt euch, kommt raus, alles cool? Oder hat das auch seinen Reiz, in so einer geschlossenen Szene zu sein? Ich glaube, die Gesellschaft geht damit offen um, bis zum bestimmten Grad. Also zum Beispiel jetzt in Berlin bin ich eingeladen worden, weil ich auch Kontakt habe zu einigen Fetischmagazinen in London. Und jetzt gibt es in Berlin, ich glaube im Mai, gibt es das den Fetischball, genau, den größten Fetischball. Hier in Berlin, oder? In Berlin, genau. Muss man googeln, ich weiß es nicht, die Webseite genau, wo sich wohl alle Fetischisten oder alle, die sich so bezeichnen, der Welt, keine Ahnung, oder Europas, versammeln, weil es eines der größten Events ist. In London gibt es auch solche Events, die werden primär von Torture Garden initiiert. Torture Garden, also Torture Garden, ja. Foltergarten, muss man auf Deutsch übersetzen, ne? Genau, das ist ein Club, wo es aber primär auch um Mode wieder geht. Also die Leute tragen halt die Klamotten. Ich glaube, es gibt auch Darkrooms, Performers und so ähnlich stelle ich mir das in Berlin auch vor. Also ich glaube, so in gewissen Kreisen ist dieser Fetischbegriff auch irgendwie ein Begriff von Coolheit und Trend und Mode natürlich. Aber ich glaube, dieser krankhafte Fetischismus, wie Sie ihn eben bezeichnet haben, wo es wirklich schon ins Krankhafte geht, wo man wahrscheinlich ohne diese Obsession für irgendwas Bestimmtes nicht mehr leben kann oder diese Abtrennung. Ich glaube, das wird von der Gesellschaft noch ziemlich tabuisiert. Super, spannendes Gespräch. Ihr beide bleibt sitzen. Gleich kommt noch ein bekennender Fetischist zu uns ins Studio, Reinhold Steinle. Unser Nachlassverwalter aus Charlottenburg, nebenbei Touristenbegleiter in Neukölln und er wohnt in Tempelhof, darauf legt er besonderen Wert. Vorher nochmal Florian Rothe und die Frage an euch beide, ich fange mit Konrad an. Hast du einen Fetisch? Und wenn, ja, erstmal die Frage. Als Psychiater sage ich natürlich nie irgendwas Privates in der Öffentlichkeit. Du kannst ja nur Ja oder Nein sagen, du musst ja nicht sagen, welchen. Guck mal, da weiß Alexandra ist weiter, sie hat schon gesagt, welchen, aber noch nicht genau gesagt, wo er sich... Ich würde nicht sagen Fetisch, aber ich mag Schokolade. Okay, Schokoladenfetisch bei dir. Körperteile hast du gesagt, ich frage nicht nach. Aber du hast, doch, ich frage doch nach. Kannst du sagen, so, du sagst einige Körperteile, vielleicht kannst du eins erwähnen, sowas wie Ohrläppchen oder sowas, auf das du besonders stehst. Ich habe einen Nasenfetischismus. Ich habe das sogar nachgeschlagen. Ich war total geschockt, als ich das gehört habe. Ein Freund von mir hat mir den Link geschickt. Das nennt sich Nasophilia. Aber ich glaube, bei mir ist es nicht so extrem. Also wenn man wirklich diesen Fetischismus hat, dann angeblich muss einen die Nase von dem Partner ständig berühren. Das habe ich nicht. Also ich stehe halt auf große Nasen bei Männern. Gut, jetzt werden alle gucken, wie groß ihre Nasen sind. Hier wahrscheinlich ihre iPhones rausgucken im Publikum und schauen, komme ich in Frage. Danke dir, ihr bleibt noch da. Alexander Jasper, Konrad Übelhag, wunderbar. Und weiter geht's mit Florian Rothe. Ja, ich singe jetzt ein ganz alt Berliner Lied für heutige Nasen. Alt-Berlin, ansonsten 60er. Von Hilde Knef. Eins und eins, das macht zwei. Drum küss und denk nicht dabei, wenn dir auch manchmal zum Heulen ist. Alles, was dich frei macht und küsst, das lieb ich und ist so frei wie ein improvisierter Text in der Welt der Maschinengang. Der Mensch an sich ist einsam und bleibt verlassen zurück. Sucht er sich nicht gemeinsam ein kleines Stück von dem Glück? Das Glück, das man mit Füßen ein ganzes Leben lang trat, das man mit ein paar Nasen endlich zu Hause hat. Also eins und eins, das macht zwei, ein Herz ist immer dabei, und wenn du Glück hast, dann sind's gleich zwei. Das Rezept wird keiner erfinden, das
das wird keiner wissenschaftlich ergründen. Mal bleibt fürs Leben und mal bleibt es eben nur Liebelei. Der Mensch an sich ist feige und schämt sich für sein Gefühl Krankheit, dass er es nur keinem zeige, weil der Psychotherapeut es so will. Und wenn im Fall des Falles er sich im Dunkeln versteckt, das liebe Auge sieht alles und hat dich längst entdeckt. Also eins und eins, das macht zwei, ein Kuss und lächle dabei, wenn dir auch manchmal zum Heulen ist. Glücklich wer das heute genießt und was rational ist, vergisst. Es kommt, wie es kommen muss. Erst kommt der erste Kuss, dann kommt der letzte Kuss, dann ist Sozialismus. Meine Damen und Herren, Fetischisten und Fetischismus gibt es überall. Einen bekennenden Fetischisten begrüßen wir jetzt hier auf der Bühne, auf dem Stuhl im Club der polnischen Versager. Er stammt ursprünglich aus Schwaben, ist Nachlassverwalter im Amtsgericht Charlottenburg, wohnt leidenschaftlich gern in Tempelhof. Ob das schon Fetischismus ist, klären wir gleich live mit ihm. Und er führt und begleitet Touristen aus allen Ländern durch Neukölln. Begrüßen Sie mit mir und mit uns unseren Lieblingsdauergast Reinhold Steinle. So, da fallen ihm schon die Objekte aus der wichtigen Aktentasche. Herr Steinle, grüße Sie erstmal. Schön, dass Sie zu uns gefunden haben, ins verruchte Mitte. Wunderbar. Sie haben wie immer Ihre Aktentasche dabei, wo ich schon vermuten würde, hier ist Ihr Mikrofon. Herr Steinle, dass es sich bei der Aktentasche um einen Objektfetisch handelt, um es mal mit Dr. Konrad Übelhack zu sagen. Ist das der Fall? Nein, das ist nicht. Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass ich ein Fetischist bin. Das weiß ich jetzt seit 10 Minuten durch Sie. Wirklich. Ich habe das vorher, ich habe es ehrlich gesagt, ich habe es manchmal ein bisschen vermutet, aber so ganz schlüssig war es bisher für mich noch nicht. Sind Sie schockiert oder befreit? Na, ich bin überrascht erst. Also ich weiß jetzt noch nicht, ob ich jetzt gleich einen Krankheitsbedarf habe, aber das müssen wir jetzt noch herausfinden. Also ich habe nämlich ein Objekt dabei und das ist wirklich, für mich ist das wirklich, also ich weiß es nicht. Wir helfen mal hier mit der Tasche. Ups, mach mal auf hier. Das ist gerade das Objekt. Merke schon, Sie sind schon ganz, das ist ja, das Objekt jetzt schon. Das ist schon ein bisschen Objektfetischismus in Ihrer Aktentasche, Herr Steinle. Es geht nicht um die Tasche, es geht um den Regenschirm. Und es geht um diesen Regenschirm, den benutze ich seit 4 Jahren bei meinen Stadtteilführungen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn der dabei ist, entweder regnet es gar nicht oder sogar teilweise konnte ich den Regen mit diesem Schirm unterbrechen. Wie das? Na, ich habe dann damit droht. Und es hat manchmal wirklich funktioniert. Ja. Also da glaube ich jetzt echt schon dran, an diesen Regenschirm. Okay, wir klären das gleich mal auf. Aber so wie Sie klingen, Herr Steinle, haben Sie noch weitere Objekte dabei, die Sie für Fetische halten? Also das finde ich jetzt das also, Wichtigste, der Regenschirm. Ja, also der Regenschirm, aber eigentlich vielleicht, das ist aber meine Freundin, Lebensgefährtin, hat mich darauf aufmerksam gemacht, ich liebe Krawatten. Okay. Also ich habe ja ein bisschen Krawattenzwang kann man schon sagen. Also ich habe 192 Krawatten zu Hause und da habe ich jetzt mal eine kleine Auswahl so mitgebracht. Aber das ist wirklich eine Mini-Auswahl. Okay. Und das ist aber etwas, würde ich sagen, selbst wenn das ein Fetischismus wäre, hier, End-80er, Strickkrawatte. Ja. Jetzt in Ihren Bereich geht es jetzt wahrscheinlich schon rein, schauen Sie mal da. Aber das mache ich jetzt nicht SM-mäßig. Also ich binze trotzdem noch ganz locker um meinen Hals rum. Ja. Alexander, aber du hast ja gesagt, Modefotografie ist oder kann langweilig sein, wenn du dir jetzt diese Krawatten von Reinhold Steinle ansiehst. Könnten wir schon einen schönen Fetischshoot mit draus machen. Sie und die Krawatten und sonst nichts. Also stelle ich mir gerade so vor, so in der Arme, in der Beine, überall meine Krawatte, die 192. Mm. Das wäre schon was.
Konrad, ich glaube, da könnte ich dann auch mit Ihnen dann zu diesem Event dann da kommen, wo dann da ist in Berlin. Ja. Immer, Herr Jolle, wir hoffen, dass Ihre Lebensgefährtin nicht zuhört. Bisher dachte ich ja eher, Sie sind einfach nur leiden an schlechtem Geschmack. Aber ich glaube, Sie sind wirklich Fetischist, weil diese Lust in Ihren Augen, das erregt Sie schon so ein bisschen, Krawatten, also, oder? Also Krawatten ist einfach eine Liebe von mir. Ich gucke unheimlich gerne und ich muss auch immer gucken, dass ich nicht zu viel kaufe. Ja. Also weil langsam, das geht ja auch ein bisschen ins Geld. Das sind jetzt nicht Tausende bei Domina, aber es sind immerhin 20, 30 Euro meist mal. Ja, ja. Wenn man nicht gerade bei Humana eine für 50 Cent eine tolle kriegt. Was sagt der Psychiater? Theater, geht das schon in den Bereich Objektfetischismus? Ich bin auch als Moderator natürlich Mikrofonfetischist. Also ich weiß nicht, was er mit der Tasche macht, das wäre ja schon entscheidend. Also mit der Tasche, da mache ich meine Führung, also mit der Tasche nicht, aber mit meiner Krawatte, die binde ich um, aber einzeln bisher, das ist eine neue Idee. Alle nur zweimal. Ja. Gefällt Ihnen ganz gut, ne, die 100? Ja, ja. Ich hatte angekündigt, dass ich auch mich zum Fetischismus bekenne und auch Ihre Meinung gerne hören wollte, weil Sie ja aus dem Stammland meines Fetischstamm, mein Fetisch ist die FDP. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, ich will die FDP retten. Das ist sehr objektfixiert. Es geht nur um ein Ding, was eigentlich auch schon ziemlich pervers ist, diese Partei. Ja. Aber ich habe gedacht, einer muss es tun. Was meinen Sie, Herr Steinle? Also ich finde, das ist kein Fetisch, das ist so SM-Praxis, was Sie da jetzt da, das ist ja Masochismus, ist ja das schon. Ja, schon, aber ich finde, man sollte was, man muss doch was tun, irgendwie, jetzt heute ist auch der 1. April, am Tage der Voraufzeichnung, einer muss die FDP retten. Ich setze da großes Vertrauen in den Herrn Rösler, dass er die nicht mehr in den Prozentbereich führt, aber in den Promillebereich. Und das ist eigentlich von der Anzahl her, von der Zahl her, ist es noch größer. Also da haben die große Chancen, in diesem Bereich vorzustoßen. Okay, ich werde es mir überlegen. Vielleicht lasse ich das auch, weil es ist auch eher ein Fetisch, der gesellschaftlich überhaupt nicht mehr anerkannt ist, die FDP. Wenn ich noch eins vielleicht sagen dürfte. Zwar, ich habe immer meine Gerberreihe dabei bei den Führungen. Und jetzt ist so, die Leute sagen schon... Ja, ich höre, da guckt interessiert. Also das habe ich nur, damit die Leute nicht verloren gehen. Bei Großgruppen ist das wichtig, dass die wissen, da vorne läuft er. Angst vor Objektverlust. Angst habe ich schon, dass ich die Gruppe verliere, so. Also die Gruppe, die ich führe. Und da ist aber wirklich jetzt schon sowas, die Leute sagen nicht mehr Herr Steinle. Die sagen, Sie sind doch der Mann mit der Gerbera. Also ich bin quasi Anhängsel jetzt von einem Fetisch. Da komme ich mal ein bisschen komisch vor, muss ich mir Ihnen ehrlich sagen. Identifiziert mit dem Objekt schon. Aber das Tolle ist ja, Herr Steinle, wir haben einmal den Psychiater hier, den hier kostenlose Betreuung geben kann auf unserer Bühne hier, auf unserem Sofa. Und wir haben Alexandra Jasper da, die sich gleich inszenieren kann. Wo würdest du denn die Krawatten, Alexandra, jetzt und die Gerbera so mal ganz schnell grob anordnen? Wie würdest du sie platzieren an Herrn Steinle, damit es ein spannendes Foto wird? Also erstmal müsste er sein Hemd ausziehen. Hemd ausziehen, okay. Wir nehmen mal, guckt schon, dass er das nicht... Okay, Hemd ausziehen, okay, wir stellen uns das jetzt vor. Wo würde ich es drum machen? Natürlich um die Lippen, ja. Das können wir aber gerade machen, oder? Einmal um die Lippen, die Krawatte. Das ist ganz schwierig, da kann ich nichts mehr sprechen. Ja. Also ein Sprechen ist für mich auch so ein Fetisch. Also da geht nicht mal meine Krawattenliebe drüber. Also der Mund muss frei bleiben. Steine, wir machen jetzt Kunst. Ja? Hemd können Sie anlassen, aber die Krawatte kommt um den Mund. Wir haben eine Fotografin hier. Ja, gut. Aber dann kann er gar nicht mehr... Kannst du mal gerade helfen, Konrad? Ja, ja. Wir machen kann jetzt er gar nicht mehr sagen. Die rote, okay. Ja, wir machen das jetzt mal. Hat jemand eigentlich ein iPhone hier oder irgendwie... Oh Gott, wir dürfen keine Markennamen sagen. Hat jemand ein digitales Aufnahmegerät, das wir ein kurzes Foto, einmal ein Foto machen können. Also einmal, Konrad, wir machen jetzt hier Kunst. Einmal die Krawatte um den Mund. Was noch? Hemd haben wir ausgezogen. Haben wir uns vorgestellt? Genau, Hemd wäre ausgezogen um den Hals natürlich. Hemd um den Hals oder eine Krawatte? Hemd lassen wir an. Noch eine andere. Um den Hals. Kannst du ja machen. Stell dich mal hin. Wir gehen dann mal, wir machen das jetzt mal hier. Dafür sind wir hier im Wohnzimmer. Sie machen das ganz toll. Und hinterher, wir bleiben auch keine Traumata, Herr Steinle, weil Konrad Übeleck ist ja da. Ja, so. Also eine Krawatte kommt um den Hals, eine um den Mund. Ich würde sagen, dass er ein böser Stadtführer ist. Nein, das ist ein ganz lieber Stadtführer. Das sagt er nur, weil er in Mitte wohnt. Also... Gottes Willen. Was denn? Lieber Gott. Stein, es ist für die Kunst. Ja, für die Kunst, das tut schon weh. So. Aber Konrad, dir scheint das auch ganz gut zu gefallen. Ich habe so das Gefühl, irgendwie so ganz... Und der Psychiater... Ich glaube, der Psychiater hatte diesen Lust gewesen, ich nicht. Das kommt doch, Herr Steinle. Das ist für die Kunst. So.
So, wunderbar. Und das wäre jetzt schon so ein Foto. Wir haben ja Fotografen hier. Wir können mal ein Foto machen, oder? Können wir das zack und gleich voll zeigen? Sie sehen toll aus, Herr Steinle. Ja. So ungefähr. Ungefähr wäre das fertig. Okay, dann würde ich sagen, befreien wir Herrn Steinle wieder. Zeigen, das Ganze geht dann direkt über YouTube an Ihre Lebensgefährtin. Dann um Gottes Willen. Können wir das mal gerade wieder aufmachen hier? Nee, ich habe ja zum Glück nicht gesagt, wo ich heute Abend hingehe. Weil das Thema schon, also das Thema Fetisch. So, Ja, das ist ganz gut. So. Ja. Finde ich ganz okay. Ja. Endlich mal ein Talkcast, der vollkommen in meiner Macht ist. Danke, Alexandra. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen weiteren Auftritt. Die Fessel hinten lösen. Das machen wir während des dritten Auftritts von Florian Rothe, unserem Ostberliner Liedermacher. Pues entonces llegué el día Pues entonces llegará el día de la luz Victor Jara allí debajo de la tierra nuestro sonido hermano compañero mi corazón nos llevó a la primavera Y como tú soplando irá en los vientos, que como tú soplando irá en los vientos, a tus pies heridos llegarán, las manos del humilde llegarán, que avanzan sembrando Pinochet los han matado Pinochet los ha matado y esta es la venganza para los chilenos La venganza para el sueño, el alma se nos llena de bandera y hacia donde tú ibas marcharás. Muchas, muchas vidas traerán y hacia donde tú ibas traerán su engaño. Cantando contra el miedo, contra el miedo. Dankeschön, Florian Rothe. Florian,
Gerade hast du auf Spanisch gesungen. Du studierst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, immer noch an der Universität der Künste Spanische und klassische Gitarre. Ja, soweit richtig. Genau. Hast hier ein eigenes Song gespielt, einen von Hilde Knef, das war jetzt ein spanischer Song. Ich verstehe nicht so viel Spanisch, aber es ging irgendwie um Pinochet in Chile, richtig? Was ist der Inhalt des Songs, die wir gerade gehört haben? Ja, das ist jüngst aufgrund eines Vortrags, den ich in der Humboldt-Universität gehalten habe, über Víctor Jara, der diesen Song geschrieben hat, der Lama Llena de Banderas, war sozusagen ein Befreiungslied sozusagen für die chilenische Utopie von einer Gesellschaftsform, die frei ist von Krieg. So, und genau, so, also... Darum ging es in dem Song. Genau, das hat wenig mit Fetisch zu tun. Muss es ja nicht sein. Das ist unsere Sendung. Der Fetischismus, du hast gerade angesprochen, hast du selber in Bezug zu dem Thema, zu Fetischismus, schon mal darüber Gedanken gemacht oder heute zum ersten Mal? Über das Thema Fetischismus? Ja, also ich habe meine Ratio-Brille aufgesetzt und dachte so, okay, das ist ja eine Subkultur, eine Gruppe sozusagen, die sozusagen ihr eigenes Individuum, ihre Selbstbestimmtheit innerhalb von Formen und Normen ausüben wollen, den den normalen gesellschaftlichen Status abweicht. Also, boah, da merkt man den Wissenschaftler. Genau, also es ist ein bisschen deviant aus normaler Sichtweise, aber weiß ich nicht, offenbar haben sie ja darin ihren Frieden gefunden. So, und wenn das für sie in Ordnung ist, dann sollen sie das ja ruhig gerne machen, aber... Also ich habe mich da immer eher an musikalische Spitzfindigkeiten gehalten. Musikalische, kleine oder große Fetische. Genau, und die Gitarre, die beherrschst du ziemlich perfekt, muss ich sagen, großartig. Du sagst, du improvisierst, was für mich so ein bisschen ein Widerspruch ist zu dem, wie man klassische und spanische Gitarre lernt. Ich habe es mal irgendwann versucht, so ein paar Griffe, klassische Griffe zu lernen. Ich habe mir einen abgebrochen, weil es viel zu kompliziert war. Du lernst das, du studierst es und sagst, du improvisierst. Also wenn du auf die Bühne gehst und überlegst dir kurz vorher, welchen Song spiele ich und welchen nicht. Wie passt das zusammen? Oder ist das jetzt ein Klischee von mir? Dass es schwierig ist, klassische und spanische Gitarre zu lernen und sehr, sehr ein klares System. Also wenn man klassische Gitarre als künstlerische Ausbildung studiert, wird einem das eher abtrainiert, in der Tat. Also die UdK und wahrscheinlich auch jede Uni tut sehr viel dazu, dass sozusagen solche Fähigkeiten eher rudimentär erhalten bleiben. aber da ich lerne, studiere, kann mir das scheißegal sein und stresst mich keiner. Insofern habe ich sozusagen klassische Gitarre schon so als meine Art und Weise, mich auszudrücken, angenommen. Aber halt ohne diesen ganzen dogmatischen Zwang. Alles klar. Florian Rothe, Ostberliner Liedermacher. Vielen Dank, schön, dass du da bist. So, und wir drei, angefangen von Dr. Konrad Übelhack, unserem Berliner Psychiater über Reinhold Steinle, der gerade schon zum Fetischmodel geworden ist, bis zu Alexandra Jasper, Dokumentarfilmerin und Fotografin, reden jetzt entspannt, ganz zum Schluss der Sendung, in der letzten Runde, über den Fetisch in uns allen. Ja, die Fetische, die wir so haben, bei mir ist es bestimmt unter anderem mein Fußballclub. Ich bin zumindest samstags für anderthalb Stunden sehr reduziert auf diesen eigenen Gegenstand und leide wie Herr Steinle eben, mit dem Knebel im Mund am 1. FC Köln. Ist das, Konrad, ist das schon ein Fetisch, so ein völlig leidenschaftlicher, ausgeschalteter Fußballfanatiker wie ich, der unglaublich leidet, also Schmerz ist auch dabei, komplett fixiert ist auf den Fußball, also die ganze Außenwelt ausklammert und das ganze Wochenende darüber schlecht gelaunt ist, wenn der FC Köln, was er regelmäßig tut, verliert? Und noch die FDP retten will, das noch dazu. Ja, das war ja nur in dem Gespräch mit Ihnen. Das müssen Sie jetzt auch nicht weiter erzählen, Herr Steine. Das war unter uns. Ja, ich habe Ihnen meinen Fetisch bekannt und Sie plappern es gleich aus. Na, hier ist der Fachmann. Ja, Dankeschön. Konrad. Trägst du dazu einen Schal von deinem Verein? Natürlich. Und auf jeden Fall den Geißbock auf der Brust, ganz wichtig. Warum noch, also ein Tierfetisch auch noch mit dabei. Weil es dazugehört. Also Schal oder Trikot? Natürlich. Und ich glaube auch fest daran, dass wenn ich gucke und mich wirklich anstrenge, dass sie dann weniger schlecht spielen. Wenn du einen Schal trägst, was? Dass sie dann weniger schlecht. Ja. Dann hat der Schal über den eigentlichen Materialwert eine Bedeutung. Aber es geht doch nicht um den Schal, Conor, das geht um diesen blöden Fußballer im Fernsehen auch noch. Die mich nicht kennen, aber ich kenne sie alle.
Das ist ja auch nochmal so ein komisches Ding. Denn ist es auch egal, die wechseln den Verein und ich, Fußballfan, ich arme Sau, hänge da seit 20, nee, seit 30, Quatsch, was sag ich, seit über 30 Jahren. Fanatiker, kein Fetischist. Okay. Alexander, was sind denn Fetische, die dich interessieren? Also wann wird aus dokumentarischer und filmmacherischer Sicht für dich ein Fetisch interessant? Also über mich würdest du wahrscheinlich keinen Film machen wollen, oder? Also das mit Dokumentarfilmen, das muss ich korrigieren, das ist nicht ganz korrekt. Also ich habe Dokumentarfilme gemacht, aber ich mache auch Modefilme und experimentelle Kunstfilme. Welches Fetischthema für mich interessant ist? Im Moment oder immer noch eigentlich eher primär visuell Mumifizierung, obwohl ich gerade an einem Film arbeite, wo ich selber auch drin spiele. Der wird dieses Jahr, um ein bisschen Werbung zu machen, auf 48 Stunden Neukölln wird der vorgeführt. Das ist eine Videoinstallation in der Kindl-Brauerei in der Neckarstraße. Tolles Festival, auf jeden Fall. Genau, können hier und Sie können eine Führung dahin machen. Kommen wir gleich. Wir vernetzen hier Menschen viel besser, als das Facebook kann. Und da geht's, also ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber da geht's unter anderem um zwei verschiedene Frauen, die ich darstelle, und es geht auch in Richtung Fetisch. Ich muss jetzt nochmal was Persönliches fragen, was man als Moderator eigentlich nicht soll. Du beschäftigst dich mit Fetisch, mit S&M, das verstehe ich irgendwie filmemacherisch schon noch sehr gut, ist ein total spannendes Thema. Dann sind aber deine Themen Mumien, Tod, Sex und Gewalt. Ich stelle jetzt nicht die Klischeefrage, wie eine hübsche, junge, blonde Frau auf solche dunklen Themen kommt, sondern einfach, also wie kommt Alexandra Jasper zu solchen doch eher, also für den Normalbürger sehr düsteren Themen? Also wie ein Grufti siehst du nicht aus. Sind es die Abgründe, die psychologischen, was interessiert dich? Ja, ich glaube, das sind die Abgründe, die einen interessieren. Ich glaube halt, dass die stärksten Triebe nach Freud, sagen wir mal, in uns herrschen, ist ja der Liebes- und der Todestrieb. Und das sind halt Themen, die ich auch in meinen Bildern ausdrucken will oder ausdrucken möchte, die mich auch selber sehr beschäftigen. Teilweise geht es wahrscheinlich auch um unterdrückte Gefühle, unterdrückte Ängste, unterdrückte Wut, unerfüllte Sehnsuchten wahrscheinlich auch. Ja, ich denke einfach, das sind Themen, die Menschheit, die Menschen beschäftigen. Also einfach zwei super, sehr, sehr starke Energien. Liebe und Tod oder Eros und Tod oder Macht und Gewalt. Wow. Konrad, sind die gleichen Gründe, aus denen Alexandra Fotografin geworden ist, Gründe, warum du Psychiater geworden bist? Ich sag immer, wenn mich das jemand fragt, dass das menschliche Gehirn wahrscheinlich komplizierteste Struktur in unserem Universum ist und dass ich das gerne verstehen wollte und unter dem gar nicht anfangen wollte. Aber ich denke, der Reiz zu verstehen, Dinge zu verstehen, auch die wir nicht ändern können, wie Tod, manchmal auch wie Krankheit, das ist ein Reiz, die Beschäftigung mit Extremen, das sind essentielle Themen einfach. Und ich glaube, dass das jeden anspricht und seit Jahrhunderten auch Themen in der Kunst waren. Auch immer auch die Abgründe und Brüche, ne? Da wo es irgendwo wo durcheinander geht. Ne? Deswegen beschäftigen Sie sich ja ständig auch gerne mit Neukölln, glaube ich. Genau. Ja, also ich habe auch gedacht, neben dem Todestrieb gibt es für mich auch noch einen Neukölln-Trieb. Also, dass ich mich halt einfach dort wohlfühle, weil das auch so ein Spektrum ist. Da gibt es alles, vom Klischee bis alles, oder was Sie ansprechen, wird wahrscheinlich Cube sein. Das ist so eine neue Veranstaltungshalle, unterirdisch in der in der Neckarstraße, 3.500 Quadratmeter, solche Sachen da. Also, was da alles gibt. Und vielleicht das auch sowas. Und dann können wir auch dann bei Beachten eher das Bild da meint, also eher, dass man auch irgendwann... Steile, wenn Ihre Lebensgefährtin zuschaut. Aber das tut sie hoffentlich sowieso nicht. Und dann, Alexander, das Tolle ist, du kannst dann an dieser fetischistischen Gerbera erkennen, wenn Reinhold Steinle bei 48 Stunden Neukölln ganz viele Touristen aus aller Welt bei dir in deinen Film bringt. Ist das nicht schön? Bitte. Danke. Ja, natürlich. Wir von, so sind wir. Ja, das immer. Wir verbinden im wahrsten Sinne des Wortes Menschen. Ja. So, ja. Genau. Oder die Hände hinterm Rücken verbunden. All das können wir machen. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen, die hier waren zu dieser Sendung Fetisch, Alexandra Jasper. Demnächst bei 48 Stunden Neukölln. Ansonsten auch alle Termine auf alexandrajasper.com. Das ist deine Homepage. Bei Konrad Übelhack, Dr. Konrad Übelhack, unser Psychiater und Mann, der alle Lebensfragen beantwortet und nicht unter dem Universum anfängt zu studieren. Schön, dass er alle seine Sachen bei uns auf dem Club der polnischen Versager Sofa kundtut. Und natürlich Reinhold Steinle, der Mann, der den Regenschirm hochhält, Tempelhof und Neukölln und die Gerbera. Ja, danke euch, allen Fetischisten und Nicht-Fetischisten der Welt.
Mein Name ist Christian Stahl. Bis demnächst bei uns im Club der polnischen Versager.